Es ist Donnerstag, der 10. April 2014. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir zwei verschiedene Themen. Als erstes werde ich gleich mit dem Buchautor und Musiker Elias Davidson sprechen über 9/11 und das Buch, was er zu 9/11 veröffentlicht hat. Danach wird es kommt ein Interview, das haben wir vorher aufgenommen, mit Robert Olds, dem Direktor der Bruges Group, einem britischen Think Tank, der einen kritischen Film gedreht hat über die Ereignisse, den Staatsstreich in der Ukraine. Kommen wir als erstes zu 9/11 und im Interview mit Herrn Davidson. Herr Davidson, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, guten Tag, guten Abend. Es geht um Ihr Buch The Fake Hijackings of 9/11, Mass Murder in the Shadow of Military Drills. Einen Moment, ich muss ein bisschen berechtigen. Das war die erste Fassung des Buchnamens. Es heißt nicht mehr so, es heißt also offiziell Hijacking America's Mind on 9/11. Ja, also er ist also das Bewusstsein von Amerika zu 9/11 gebannt oder gefangen genommen worden. Worauf beziehen sich denn Ihre wichtigsten Zweifel an dem offiziellen Hergang, was da am 11. September 2001 passiert sein soll? Wenn Sie so eine allgemeine Frage stellen, da würde ich jetzt eine ganze Stunde sprechen. Es gibt natürlich so viele Zweifel, dass die Aufzählung selbst über eine Stunde dauern würde. Es gibt nicht so eine oder zwei, es gibt also hunderte von Zweifeln. Ich kann das nur ein bisschen so ganz schnell herumlisten. Ich würde schon eher etwas anders, also die Sache ein bisschen anders anpacken. Und zwar, wir können 9/11 als einen Massenmord betrachten. Ich glaube, das ist nicht kontrovers. Jeder weiß, dass da viele Leute ermordet wurden. Das war kein Zufall, das war also kein Unfall, sondern das war eine Mordaktion. Ich würde auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit tippen. Natürlich, das ist also vom Völkerrecht aus ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im nationalen Bereich der USA ist es einfach ein Mord, eine Mordaktion. Und jede Mordaktion muss untersucht, genau. Und diese Untersuchung muss adäquat stattfinden und so weiter und so weiter. Diese ganze Untersuchung natürlich ist völlig daneben. Es war keine richtige Untersuchung unternommen. Die amerikanische Regierung wollte es auch nicht untersuchen. Sie hat kriminalistische Beweise zerstört. Sie hat Zeugen nicht hören möchten. Sie hat andere Zeugen auch eingeschüchtert. Die hat andere dritte Zeugen mit Geld, sie hat sie gekauft, dass sie schweigen. Die ganze Sache ist so korrupt, dass man nicht weiß, von wo man anfangen soll. Aber ich habe in meinem eigenen Buch habe ich mich auf ganz bestimmten Themen konzentriert. Viele Leute, die 9/11 kennen, haben sich natürlich mit dem Problem des Zusammenbruchs der Hochhäuser in New York beschäftigt, die also sehr klar zerstört wurden mit Sprengstoff oder irgendetwas. Und das ist ganz klar und das braucht man heute nicht mehr zu diskutieren. Jeder, der das gesehen hat, einmal auf dem Film und ein bisschen Fragen gestellt hat, weiß das ganz gut. Aber es gibt andere Fragen, die eben nicht so allgemein hingegangen sind und die habe ich also untersucht im Buch.
Ja, zum Beispiel haben Sie sich ja die verdächtigten 19 Personen angeschaut, die man als mutmaßliche Attentäter von 9/11 dargestellt hat. Genau, das habe ich gemacht. Und diese Frage stellte sich immer bei mir vor, da in eine kriminalistische Ermittlung ist das natürlich eine der ersten Fragen. Wer war am Ort des Mordes? Das ist doch eine der ersten Fragen, die ein Ermittler stellen würde. Wer war gesehen oder wer war am Ort des Mordes? Im Falle von 11. September war der Ort des Mordes, jedenfalls nach offiziellen Berichten, waren das Flugzeuge, die entführt worden und geflogen sind und in diesen Häusern und ins Pentagon und so weiter. Da stellt sich sofort die Frage, wer war in diesen Flugzeugen? Und da diese Frage kann man beantworten, indem man zum Beispiel Passagierlisten liest und sieht, also die Flugcoupons ermittelt, vielleicht Mitarbeiter der Fluggesellschaft oder Flughafen interviewt, die da am Flughafen gearbeitet haben und die Passagiere ins Flugzeug gecheckt haben, Videoaufnahmen vom Flughafen und die Körper die Körperreste der Passagiere am Absturzplatz. Das sind die fünf Kategorien von Beweise, die eventuell zeigen würden, wer im Flugzeug war. Das ist der erste Schritt. Dann werde der zweite Schritt sein, herauszufinden, wer von diesen Passagieren möglicherweise diese Sachen verursacht hat. Aber der erste Schritt erstmals herauszufinden, wer überhaupt in der Flugzeuge war. Und das habe ich also mir vorgenommen, das zu machen, das herauszufinden. Und das war erstmals meine große Arbeit. Und diese Arbeit hat herausgefunden, dass es überhaupt keine Beweise gibt, dass diese 19 mutmaßlichen Attentäter überhaupt in diese Flugzeuge eingestiegen sind. Überhaupt keine Beweise. Nicht das geringste Beweis. Sie schreiben, ein Teil der Personen, die da veröffentlicht worden sind, die haben nach den vom angeblichen oder tatsächlichen Flugzeugabstürzen noch gelebt. Das ist noch eine andere Geschichte. Und zwar, es gab Menschen, die gesagt haben, meine Foto ist auf der Webseite der FBI als Attentäter von 11. September, aber ich bin lebendig. Mein Name ist da und mein Geburtstag ist derselbe, aber ich bin lebendig in Marokko oder in Tunis oder so weiter. Aber das bedeutet keinesfalls, dass diese Menschen etwas mit 11. September zu tun hatten, noch bedeutet das, dass die Menschen, die das gemacht haben, diesen Namen getragen haben, noch bedeutet das, dass es überhaupt Hijacker gewesen sind. Das sind alles Nebengeschichten, Nebenkerzen, die in der Aufklärung überhaupt nichts damit zu tun haben. Diese Menschen und diese Namen deuten nur dafür, dass die FBI eben falsche Informationen auf ihrer Webseite hat, aber nichts mehr. Das ist die Sache. Natürlich ist die falsche Information ein Indiz für die ganze Geschichte, aber das ist, da würde ich mich nicht zu viel darauf hinweisen, auf diese 6 oder 8 Leute, die da leben, weil es gibt überhaupt keine Beweise, wer in den Flugzeug überhaupt eingestiegen ist und überhaupt, ob jemand in den Flugzeugen eingestiegen ist, das wissen wir auch nicht. Das ist die Sache. Man weiß nicht mal, wo die Passagiere hingegangen sind, nachdem sie zum Flughafen kamen. Das ist auch nicht gewusst. Verstehen Sie? Es ist so alles in einem großen Geheimnis, dass man nicht mal weiß, was mit den Passagieren geschehen ist, nachdem sie zum Flughafen gebracht worden sind. Ja, wenn wir auf die Passagierlisten eingehen, Sie haben ja gesucht nach authentifizierten Passagierlisten. Mich würde da interessieren,
Wie kann man denn erkennen, dass die wirklich authentifiziert sind? Wer würde das denn wie authentifizieren? Also eine authentifizierte Passagierliste ist eine Passagierliste, die ganz klar und eindeutig an der Fluggesellschaft zu verordnen ist. Und zweitens, dass sie an diesem bestimmten Platz und bestimmten Ort herausgedruckt wurde. Das heißt, mit einer Unterzeichnung von einer Person, die man auch befragen kann. Solche Passagierlisten gibt es aber nicht. Weder das FBI noch die Fluggesellschaften beide, die FBI und die Fluggesellschaft, haben verweigert, die Passagierliste, die irgendwo auf Medien verbreitet sind, zu authentifizieren. Ich habe Kontakt gehabt zum Beispiel mit American Airlines, und die American Airlines hat verweigert, sich mit einer authentischen Passagierliste zu melden oder zu bestätigen, dass die Namen, die öffentlich sind, authentisch sind. American Airlines-Flüge waren ja der Nummer 11 gecrashen soll und Flug Nummer 77, der ins Pentagon geflogen sein soll. Also mutmaßlich meinen Sie? Mutmaßlich, meine ich ja. Ja, genau, ja. Ja, also ich meine, weder die FBI, das FBI noch die Fluggesellschaften wollten bestätigen, dass die Namen, die veröffentlicht wurden, und da gibt es also eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, dass diese Namen authentisch sind und das durch ein authentisches Dokument von der Fluggesellschaft, das zu beweisen oder festzustellen. Ja, das heißt, es gibt keine authentische Passagierlisten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Versicherungsfirma und jemand hat eine Lebensversicherung und die Versicherungsfirma würde von der Fluggesellschaft fordern, also bitte das zu beweisen, dass Herr so und so im Flug war, dann hätte die Fluggesellschaft den Nachweis zeigen müssen, dass sie auch das authentifizieren kann. Die kann doch nicht irgendwie ein Computer ohne Unterzeichnung, ohne Datum, ohne nichts, einfach an die Versicherung zu schicken und sagen, das ist doch authentisch. Das würde keine Versicherung übernehmen, akzeptieren. Und kein Gericht. Versicherungen zahlen ja bei Unfällen, aber zum Beispiel nicht bei Selbstmord. Und die müssen sich ja absichern. Das sind ja große Summen. Ja, genau. Das ist ganz klar. Also was damit auch sehr beeindruckend ist, dass die sämtlichen Medien nicht mal auf diese Passagierliste gepocht haben, dass diese veröffentlicht werden oder zugegeben. Das heißt, die Medien behaupten, dass die Menschen, die auf dem Flugzeug waren, auch da gewesen sind, auch diese 19, aber haben nie gefordert, dass man das beweist. Das heißt, die Journalisten behaupten ohne Scham, dass diese 19 Leute Massenmord begangen haben, ohne jeglichen Beweis. Das ist natürlich eine Verleumdung und im Falle von 9/11 auch eine rassistische Verleumdung. Sie meinen wegen, weil es alles Araber sind oder überwiegend? Natürlich, klar, das sind Muslime. Das ist eine rassistische Verleumdung, dass man, weil die Familien der verleumdeten 19 Menschen sich nicht wagen, hier in Deutschland zum Beispiel ein Gerichtsverfahren gegen zum Beispiel den Spiegel zu halten, weil sie Angst haben. Die leben in arabischen Ländern und wagen es nicht mal zu sagen oder solche Sachen zu beklagen, weil sie Angst haben von ihrer eigenen Regierung. Und da machen die Medien einfach weiter ihre Verleumdung, ohne dass jemand für den Recht der Verleumdeten sprechen kann. Ich bin einer der einzigen Menschen hier in Deutschland, der für die Rechte der verleumdeten 19 ausspricht. Ich bin der einzige Mensch, der für zum Beispiel Mohammed Atta
spricht, dass er ein unschuldiger Mensch ist und dass er verleumdet ist. Und ich würde gerne eine Anklage machen wegen Verleumdung, aber ich habe nicht das Recht, das zu tun, weil ich bin nicht ein Familienmitglied von Mohammed Atta. Selbst wenn man, ich meine, die Anschuldigung im öffentlichen Raum in den USA gegenüber Al-Qaida waren ja schon sehr schnell bei der Hand. Wenige Tage nach dem 11. September 2001, da stelle ich mir die Frage, wenn Leute bei so einer Organisation, in solch einem Netzwerk Mitglied sind, dann, dass sie, selbst wenn sie an 9/11 vollkommen unschuldig sein mögen, haben sie sich aber selber doch ein Stück weit verdächtig gemacht. Ich meine, alleine in so einer Organisation Mitglied zu sein. Erstmals ist das nicht bewiesen, dass Mohammed Atta, der in Hamburg studiert hat, etwas mit Al-Qaida hat. Das ist das eine. Zweitens ist nicht bewiesen, dass er in Amerika war. Drittens ist auch nicht bewiesen, dass Al-Qaida eine Organisation mit Mitgliedern ist. Viertens hat die USA und besonders die FBI selbst erkannt, dass Osama bin Laden mit 11. September nichts zu tun hat. Alles ist eine Tatsache, die jeder selbst herausfinden kann. Insofern ist es völlig unerheblich. Auch wenn Al-Qaida eine Organisation wäre und auch wenn Mohammed Atta ein Mitglied von dieser Organisation wäre, hätte das mit 11. September nichts zu tun, wenn nicht bewiesen ist, wer in den Flugzeugen einmarschiert ist. Mhm. Das ist eine ganz klare kriminalistische und strafrechtliche Sache. Ich meine, wenn ich ein Mitglied, sagen wir, in einer Organisation in Indien bin, irgendeine Organisation, und jemand in Deutschland ermordet seine Frau, das hat nicht mit mir, mit meiner Mitgliedschaft in die indische Organisation etwas zu tun. Sei es, dass ich an der Mordstelle gesehen wurde oder da nachgewiesen ist, dass ich an der Mordstelle gewesen bin, dann natürlich spielt es eine Rolle. Aber wenn kein Beweis ist, dass ich an der Mordstelle gewesen bin, dann hat meine Mitgliedschaft in eine indische Organisation überhaupt nichts damit zu tun. Und das gilt genau für Mohammed Atta und alle anderen. Ja. Das ist eine ganz klare Aussage hier. Sie beschreiben schon die Sache mit den Entführungen der Flugzeuge und dass die Flugzeuge in die beiden ersten Türme von World Trade Center gesteuert worden sind oder im Pentagon und dass der Absturz einer Maschine in Pennsylvania, da äußern sie Zweifel. Ich denke mir, da muss es ja Wrackteile zum Beispiel gegeben haben, wo man das belegen oder widerlegen kann. Ja, also ich äußere überhaupt keinen Zweifel daran. Das ist doch nicht, das Wort Zweifel ist überhaupt nicht bei mir, kommt überhaupt nicht im Buch vor. Ich sage, es war überhaupt kein Flugzeug, das ist nicht ein Zweifel. Ich bin auch nicht der Einzige, der das sagt. Das haben also Augenzeuge, die da am Ort waren, haben kein Flugzeug gesehen und kein Flugzeugwrack und auch keine Körperteile und kein Blut. Dieses Flugzeug war in der Luft 500 Kilometer weg von Absturzort, als er angeblich in Pennsylvania abgestürzt ist. Er war 500 Meilen westlich von diesem Ort, noch in der Luft. Das ist belegt in meinem Buch und da gibt es also Belege von der amerikanischen Regierung selbst. Das ist nicht eine Frage von Zweifel, sondern eine Frage von Tatsachen. Es gibt Sachen, die ich zweifle, das ist richtig, aber das ist kein Zweifel, das ist eine Tatsache. Die Frage ist jetzt, ob diese Unterlagen, die ich da vorlege im Buch, ob sie verlogen sind, ob sie falsifiziert sind, das ist natürlich möglich. Und dann frage ich also jeden Leser, er müsste mir zeigen, dass diese Unterlagen nicht glaubwürdig sind. Da bin ich also offen.
Aber wenn sie glaubwürdig sind, dann war dieser Flugzeug immer in der Luft, 500 Meilen weg von diesem Ort. Da gab es keinen Absturz. Das ist ganz klar. Das heißt, da müsste auch in Pennsylvania, selbst dort, müsste dann eine Sprengung oder Ähnliches geschehen sein, wenn das Flugzeug noch in der Luft gewesen ist. Ja, also irgendetwas wurde da gemacht, das ist ganz klar. Aber das ist für mich unerheblich, weil ich versuche jetzt nicht, das zu lösen, was da gemacht wurde, um ein Flugzeugsabschuss zu täuschen. Das ist nicht meine Sparte. Ich bin nicht daran interessiert, herauszufinden, wie die amerikanische Armee etwas getäuscht hat. Und das bin ich auch nicht in der Lage, das zu verifizieren. Was ich verifizieren kann, ist, dass die öffentliche Geschichte eine Lüge ist. Das kann ich belegen und das habe ich gemacht. Beim Pentagon fehlten ja genauso wie in Pennsylvania nachvollziehbare Trümmerteile. Die Situation im Pentagon ist ein wenig anders, indem in Pennsylvania waren ganz klare und viele Augenzeuge am Ort, bevor die Polizei und die FBI da war. Im Pentagon war die Situation ein bisschen anders. Das heißt, es war ein geschlossener Ort, wo nur das Pentagon-Personal und FBI dabei waren. Und wir haben also keine richtige unabhängige Augenzeuge. Aber diejenigen, die da berichtet haben, haben von sehr wenigen Trümmern berichtet. Und dazu hat also auch das FBI zugegeben, dass es die Trümmer nicht identifiziert habe. Das heißt, wir haben erstmals Berichte von sehr wenigen Trümmern, zweitens sehr wenige authentifizierte Fotos von Trümmern und drittens die Feststellung des FBI, dass keine förmliche Identifizierung der Trümmer stattgefunden hat. Das natürlich bezeugt, dass es keine richtige Trümmer von einem großen Flugzeug war. Ob da ein Trümmer von einem kleinen Flugzeug oder von einer Rakete, das lasse ich also offen zur Diskussion. Es ist für mich nicht ganz erheblich. Eine Sache ist ganz klar, es war kein großer Flugzeug und es gibt auch keine Beweise, dass ein großer Flugzeug angeflogen ist. Was für Teile hätte man denn normalerweise finden müssen? Also wenn man denkt, ein großer Flugzeug von Boeing 757, das wiegt etwa 60, 70 Tonnen, Da natürlich hätte man mindestens etwa in mindestens 50, 60 Tonnen von Trümmern finden müssen. Das ist also ganz erhebliche Masse von Material. Ich meine auch Engines, ich weiß nicht, wie gesagt, der Flug. Motoren, das sind ganz enorme Sachen, die wiegen tonnenweise, das sind ganz große. Wenn man Fotos sieht, ich habe ein paar Fotos im Buch von solchen Flügen, das sind ganz enorm riesige Dinge, die einfach, man kann sie einfach nicht, sie müssen da irgendwo besichtet werden, aber es waren keine. Die kleinen Teile waren auch nicht erkennbar zu einem großen Flugzeug. Also ich kann da nichts mehr sagen darüber. Jedenfalls die Tatsache selbst, dass das FBI ausnahmsweise in einem Flugabsturz nicht die Trümmer identifizieren wollte, spricht schon ganze Volumen. Ja. Es gab doch die Fernsehbilder, wo man Flugzeuge gesehen hat, zumindest bei den Zwillingstürmen in New York. Richtig. Man hat also vom ersten Flugzeug gibt es ein oder zwei ganz flüchtige Fotos, das ist richtig. Von den Noday-Brüdern gibt es ein Foto, die angeblich gemacht wurde, so ganz zufällig. Also das kann man diskutieren, ob es Zufall war oder nicht. Vom zweiten Flug gibt es eine ganze Menge von Fotos und Video
Videoaufzeichnungen. Das ist richtig. Was für Flugzeug es war, wissen wir nicht, weil auf den Fotos kann man nicht erstmals nicht die Flugnummer sehen, nicht die, also die Tail Number, die auf der Flugzeugnummer, die Nummer des Registriernummer, das kann man nicht nachlesen. Und zweitens weiß man auch nicht die Flugnummer, die innen nirgendwo auf dem Flugzeug steht. Das heißt, man weiß nicht, welcher Flugzeug da überhaupt angeflogen ist. Die Tatsache ist, dass der Flug mindestens auf den Südturm auch in der Luft war, genau wie der andere Flug, also 20 Minuten nach dem Absturz, nach dem angeblichen Absturzzeit, war dieser Flug noch in der Luft und auf dem Weg nach Pennsylvania. Das heißt, der Flug United Airlines 175 war noch immer in der Luft, 20 Minuten nachdem ein Flugzeug in den Südturm angeflogen ist. Was für Flugzeug in den Südturm angeflogen ist, weiß ich nicht und habe auch keine Ahnung und habe keine Möglichkeit, das zu recherchieren. Es mag sein, dass es ein ferngesteuertes Flug war und so weiter. Aber das ist alles Spekulation. Was nicht Spekulation ist, dass der Flug Nummer 175 in der Luft war, 20 Minuten nach dieser Zeit. Das ist bestätigt. Der Filmemacher Ace Baker nimmt an, dass es Videomanipulationen gewesen sein könnten und präsentiert dafür auch Material. Das lasse ich einfach jetzt undiskutiert. Ich habe keine besondere Position darüber. Es gibt diese Diskussion, dass es Videomanipulation gewesen ist. Da streiten sich die Meinungen. Darüber habe ich keine fixe Meinung. Ich finde das auch nicht so wichtig, weil wenn es keine Hijackers gewesen sind, dann ist natürlich die ganze Operation eine amerikanische, geheimdienstliche oder militärische Operation. Wie das schon gemacht wurde, ist mir völlig unerheblich, weil mich interessiert vielmehr die politische Seite. Das heißt, wenn das eine Staatsoperation ist, welche Schlussfolgerungen müssen wir davon ziehen? Und das ist für mich viel wichtiger, als wie das Pentagon das gemacht hat. Das ist interessant für vielleicht Historiker oder für Technikfreaks, aber für mich als ein politischer Tier ist viel wichtiger herauszufinden, wie man jetzt die Tat, die Teilnahme der amerikanischen Führung an diesem Verbrechen in der Politik umsetzen kann. Die Teilnahme der politischen Führung meinen Sie jetzt, dass man bestimmte Dinge nicht ermittelt hat, dass man nach mutmaßlichen Al-Qaida-Mitgliedern gefahndet hat, obwohl man gar nicht ordentlich überhaupt bewiesen hat, wer überhaupt in den Flügen gewesen ist. Also mit völlig voreiligen vermeintlichen Beweisen operiert hat und politische Schlussfolgerungen in Rekordschnelle gezogen hat. Das ist nicht so, wie ich es formulieren würde. Nein, nein. Ich meine, es ist nicht eine Frage, dass es voreilig war und so weiter und dass da eine schlampige Untersuchung stattgefunden hat. Das habe ich auch nie gesagt. So. Die amerikanische Regierung hat vorsätzlich nicht untersucht, vorsätzlich Material zerstört, vorsätzlich gelogen und aufgrund all dieser Informationen, die vorliegen über das Verhalten der amerikanischen Regierung, ist nur eine Schlussfolgerung möglich, eben dass die amerikanische Regierung selbst diese Operation verordnet hat und weiter vertuscht. Es gibt keine andere Schlussfolgerung, die plausibel ist. Man hat ja auch sehr, sehr schnell diesen Krieg gegen den Terror gestartet, beinahe übergangslos, diese Parlamentsresolution, die liest sich ja so, als ob man das praktisch schon, ja, den Krieg gegen den Terror schon beschlossen hätte, so ziemlich niedrigschwellig.
Ja, das ist richtig. Und das habe ich in meinem Buch also thematisiert, wie schnell die amerikanische, also das Kongress, die ganze These, die öffentliche These von 11. September, einen Tag nach den Ereignissen, praktisch ohne Frage einfach, wie sagt man, endorsed, wie sagt man, endorsed in Englisch, Unterstützt. unterstützt oder, ja, oder festgestellt hat, was genau geschehen ist. Das konnte natürlich das Kongress überhaupt nicht machen, einen Tag nach den Ereignissen, aber es hat es gemacht, aufgrund von einem Befehl von oben, von den Parteiführungen. So müssen wir jetzt tun. Wir müssen das alles jetzt festnageln, einen Tag nach, damit keine Frage sich stellt. Das heißt, es war eine politische Entscheidung, wie man die Tatsachen erklären soll. Das war keine, sagen wir, kriminalistische Untersuchung, die zu Tatsachenbestande geführt hat, sondern die Politik hat bestimmt, welche Tatsachen man jetzt sagen soll. Und die Ermittlungen mussten dann mit den politischen Entscheidungen zusammengestellt werden, damit auch die Politiker, damit also die Politik berechtigt wird. Es war. Da waren ja die Taliban-Regierung, hat ja da mehr auf rechtsstaatlichen Ermittlungen beharrt als die beiden großen Parteien im US-Parlament. Das ist ganz klar. Das ist auch nachvollziehbar. Die einzigen, also die pakistanische Regierung und die Taliban haben gefordert, dass man Beweise vorlegt, dass etwas, dass die Ereignisse 11. September etwas mit Afghanistan zu tun haben. Aber das haben die amerikanische Regierung hat sich verweigert, das vorzulegen. Und es ging noch ein Schritt weiter, als die amerikanische Regierung an das UN-Sicherheitsrat einen Brief geschrieben hat, um ihre Invasion auf Afghanistan zu berechtigen, hat die amerikanische Regierung nicht mal Beweise vorgelegt, dass Afghanistan etwas mit 11. September zu tun hat. In diesem Brief steht, die Ermittlung steht über, also die steht noch. Also das heißt, es wurde zugegeben an das Sicherheitsrat, dass die Ermittlungen nicht fertig sind. Das heißt, die amerikanische Regierung hat nie vorgelegt an das Sicherheitsrat oder an anderen Staaten, dass Afghanistan etwas mit 11. September zu tun hat. Bis heute. Und die deutsche Regierung hat diese Beweise auch nie gefordert. Weil das tut man eben nicht von seinen guten Freunden, nicht wahr? Man fragt doch nicht solche Sachen. Das ist doch nicht höflich. Beim Bündnisfall schon, wenn man selber Soldaten hinschicken soll. Ja, sollte man. Genau. Und außerdem, es wäre ja noch zu beweisen, ob es überhaupt etwas im militärischen Raum ist oder ob man sich noch im Raum des Strafrechts befindet, ob das überhaupt ein Bündnisfall sein kann. Und Nein, natürlich ist wer es, kein, ja, es das. ist Bündnisfall war es auf keinen Fall, weil es war doch kein Angriff auf die USA. Das war doch ein Angriff von der US-Regierung auf ihre eigenen Leute. Man könnte dagegen so formulieren, man könnte sogar sagen, es war ein Bündnisfall insofern, dass die amerikanische Regierung deutsche Staatsbürger ermordet hat auf amerikanischem Boden. Es waren da darunter deutsche Leute, die ermordet wurden 11. September. Die wurden ermordet von der amerikanischen Regierung. Insofern könnte Deutschland sagen, die Amerikaner haben Deutschland, also deutsche Bürger, angegriffen und insofern das Bündnisfall klären gegen die USA. Das würde natürlich, wenn eine deutsche Regierung ehrlich gewesen wäre, hätte sie das gemacht. In diesem Sinn, das heißt, eine Kriegserklärung gegen die USA, weil die USA Leute von anderen NATO-Staaten angegriffen hat. Wenn dieser ganze Krieg gegen den Terror jetzt auf falschen Informationen beruht, das hat ja dann noch mehr Implikationen, dann ist einmal die Sache einmal mit Afghanistan, dann kann nur das rechtmäßig sein. Auch wenn es vielleicht auch wenn es auf falschen Informationen beruht, was der Sicherheitsrat beschlossen hat, das andere Mandat von der NATO kann dann ja auch dann nicht gerechtfertigt sein.
Natürlich nicht. Also der Sicherheitsrat hat nicht die Befugnisse, einen illegalen Krieg zu legitimieren. Das ist ganz klar. Und der Sicherheitsrat hat natürlich, ist überhaupt keine, Sicherheitsrat heute ist ein Feind der Menschheit, ein ganz klarer Feind der ganzen Menschheit. Es ist eine kriminelle Organisation. Das sage ich ganz offen hier. Und das kann man also öffentlich. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich habe über den Sicherheitsrat auch ein juristisches Artikel geschrieben, das in Amerika veröffentlicht wurde, in eine juristische Zeitschrift. Da habe ich also belegt, wie der Sicherheitsrat sich wie er arbeitet und dass er eine Drohung für die Menschheit sei. Und das ist also auch nicht, ich bin nicht der Einzige, der sagt, der Sicherheitsrat hat abermals die Menschheit belogen und auch Verbrechen gegen die Menschheit verordnet. Insofern ist das eine Gefahr. Und das hat der Sicherheitsrat hat das auch gemacht im Fall von Afghanistan, in dem erstmals der Sicherheitsrat am 12. September eine falsche, ein falsches, eine falsche, falsche Resolution gemacht hat, in dem der Sicherheitsrat am 12. September den Ereignis des vorigen Tages als einen internationalen Terrorismus bezeichnet hat, obwohl der Sicherheitsrat überhaupt keine Beweise hat, dass es eine internationale Dimension hat. Und zweitens hat der Sicherheitsrat nicht die Beweise von der USA gefordert. Und drittens hat der Sicherheitsrat auch nicht der Angriffskrieg gegen Afghanistan verurteilt. Also wir haben da eine Instanz, die Angriffskriege legitimiert. Das ist also völkerrechtlich ganz klar. Das Problem ist natürlich, man kann ja gerichtlich nicht gegen, selbst wenn der Sicherheitsrat materiell rechtlich seine Kompetenzen überschreiten mag und nicht ordentlich geprüft haben mag, man kann ja nicht gerichtlich dagegen vorgehen, gegen die Entscheidung von ihm, höchstens gegen die Umsetzung der Entscheidung im nationalen Rechtsraum der Länder, wo die Umsetzung erfolgt. Das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Man kann nicht gegen den Sicherheitsrat gehen, man kann nur gegen die Umsetzung beim Nationalstaat. Das ist ganz richtig. Und insofern, aber auch hier gibt es sehr wenige Möglichkeit, gegen einen Staat also gerichtlich zu gehen, weil die Staatsanwälte lehnen das alles immer ab. Das heißt, wir haben keine juristische Möglichkeit, gegen solche Sachen überhaupt etwas zu unternehmen. Wir haben weder, die Politik ist völlig in der Hand der Machthaber und die Juristerei ist genau dasselbe. Wir haben also weder juristische noch politische Mittel heute, jedenfalls in unserer Zeit, gegen solche Machenschaften etwas zu unternehmen. Das bedeutet ja dann auch, dass wenn 9/11 sich so nicht ereignet haben kann, wie es dargestellt wird mit den vier entführten Flugzeugen und dass man das einfach Al-Qaida zugeschrieben hat, dann zeigt es ja auch dringlich die Notwendigkeit, dass der Sicherheitsrat ordentlicher und sorgfältiger arbeiten muss, um nicht solche Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, das wäre natürlich, das ist richtig, aber die Frage ist, wer ist der Sicherheitsrat und welche Interessen vertreten das? Und da müssen wir natürlich, kommen wir natürlich auf die große Frage von Interessenlage und so weiter. Also das ist nicht eine Frage von von rechts, das ist eine Frage von ganz klarer Machtkonstellationen. Ganz, ganz klare und heftige Machtkonstellationen. Und insofern, solange China und Russland nicht bereit sind, diese Sache aufzudecken und gegen diese Sache zu arbeiten, da sehe ich auch keine Möglichkeit. Eine weitere Folge von 9/11 war ja auch, dass man diese Möglichkeit gemacht hat, Verdächtige beinahe vogelfrei zu machen, dass man nicht nur Konten einfriert, sondern dass diese Leute keine Sozialleistungen mehr bekommen dürfen. Also praktisch so was Ähnliches wie Sanktionen gegen Einzelpersonen. Da gibt es ja inzwischen auch eine Menge Rechtsprechung, die das
zum Teil zumindest erheblich wieder eingeschränkt hat, versucht hat. Ja, aber das ist so, das ist eine Nebenerscheinung von das Ganze. Aber wenn man nicht mal das Ganze juristisch, also ich meine, diese Fälle natürlich nimmt, und wenn man Guantanamo nimmt und die Flüge, diese Rendering-Flüge und Folter und, da können wir den ganzen Abend noch darüber sprechen. Das sind alles Folgen von 11. September, die heute die ganze Welt ändern. Und die, also 11. September und diese ganze sogenannte Terror sind Maßnahmen, die eben zur Berechtigung der Errichtung eines Polizeistaates in der ganzen Welt. Und das ist ein Teil davon. Also die Errichtung von einem Polizeistaat, die Vernichtung von zivilen und dann auch von sozialen Rechten, das hängt alles damit zusammen. Das ist die Sache. Und das ist nicht, das hängt einfach zusammen. Das ist einer der Gründe von diesen Aktionen. Das ist eine, um zu berechtigen, um zuerst mal Kriege zu berechtigen, also auf dem internationalen Bereich, und zweitens auf den inneren Bereich die Errichtung des Polizeistaates und den Abbau des Sozialstaates. Das sind alles Folgen, die dann aufgrund der Bekämpfung des sogenannten Terrorismus sind. Man hat die Grenzen auch verwischt zwischen innerer und äußerer Sicherheit und zwischen Krieg und Frieden. Ja, genau. Also ich sehe das sehr, ich sehe das ein bisschen in einem ganz großen Zusammenhang. Und darum arbeite ich jetzt auf anderen Büchern, die auch mit diesem selben Problematik, aber in einem breiteren Bereich, das heißt über den Konzept des synthetischen Terrorismus als eine Regierungsmethode. Das heißt, es ist nicht nur 9-11, es ist auch London, Madrid, Mumbai, Bali. Das sind alles dasselbe System. Das sind alles staatliche Operationen, die einen gemeinsamen Ziel haben, diese Welt zu verändern. Das ist die Sache. Ich habe also die Ereignisse in London untersucht. Ich habe die Ereignisse in Amman, in Istanbul, Djerba. Ich arbeite jetzt auf einem Buch auf Mumbai. Ein Freund von mir hat Madrid untersucht. Also das ist alles genau dasselbe. Das ist alles eine Politik, eine Politik, die etwa 1990 entstanden ist, 1991 entstanden ist. Das heißt, während die Sowjetunion zusammengebrochen ist oder das System, da musste der Westen ein neues Feindbild errichten. Und dieser Feindbild wurde gefunden in der Form von dem islamischen globalen Terrorismus. Dieser Feind musste auch gebaut werden, und er musste weiter in der Öffentlichkeit promoviert werden. Dafür muss man auch hier und da Leute umbringen. Wie kann man das an dem Jahr 1990 festmachen? Das ist ja noch weit vor 9-11 gewesen. Also die Sache kann man zum Teil schon von 91 ablesen. Das kann man nicht beweisen, aber man kann das schon von Indizien ablesen. Und zwar war schon 1991 waren schon die amerikanischen Streitkräfte und Militärleute sehr besorgt, weil der große Feind weg ist. Und die waren sehr besorgt, dass die Ausgaben für das Militär schrumpfen würden, und haben gesucht auf neue Feindbilder. Diese Suche fing an etwa 1990, 91. Das kann man also auch nachlesen über diese Suche. Öffentlich haben sie nicht den islamischen Terrorismus hochgehoben, bevor, sagen wir, in der Mitte des 90er Jahren. Aber der erste Anfang, die erste Probe für die Errichtung dieses Feindbildes war der Angriff auf das World Trade Center 1993. Dieser Angriff wurde mitgeholfen von dem FBI. FBI hat da mitgeholfen an diesem Angriff. Das ist also alles belegt. Das heißt, sie haben herausgefunden, dass die das machen können, ohne dass die Öffentlichkeit sich empört.
Dann wurde die anderen, die nächste Probe war 1998 in Ostafrika. Das wurde also solche Angriffe auf die amerikanischen Botschaften, die wurden auch geholfen von dem FBI und CIA durch einen Doppelagent, der hieß Ali Mohammed. Der hat also da diese Ortschaften gespäht für die Amerikaner. Und in dieser Zeit hatte ich dann langsam die Arbeit über 9/11 entwickelt, also die Vorbereitung. Ein Teil der Vorbereitung war auch der Aufbau des Bunkers im World Trade Center Nummer 7 auf 23. Stock. Das war der Bunker von New York City für die Emergency Services, Emergency Operation Room. Der Bürgermeister Giuliani hat darauf beharrt, dass er einen New York Sicherheitszentrum am 23. Stock in diesem Gebäude errichten sollte, um die also Maßnahmen gegen Notfälle in New York zu organisieren und zu koordinieren. Alle Leute haben sich dagegen gesträubt, da sagt, das geht doch nicht am 23. Stock, das muss doch irgendwo im unterirdisch sein oder außerhalb Manhattan oder so. Nein, der wollte das beim World Trade machen. Und das hat er dann eingerichtet, er hat das durchgesetzt. Dieser Zentrum wurde nie genutzt, um zum Beispiel Manöver gegen Terror auszuüben, überhaupt nicht, wurde überhaupt fast nicht nie genutzt und wurde überhaupt auch nicht genutzt am 11. September. Die Vermutung steht in der Luft, dass dieser Zentrum eine Rolle gespielt hat in der Zerstörung der Gebäude. Darum wurde es verlassen. Das kann ich nicht belegen, aber das ist also plausibel, weil dieser Zentrum wurde errichtet, drei Jahre von 11. September gegen die Ansichten von vielen Leuten in der New York, in der Verwaltung, aber wollte er durchsetzen. Aber es gibt also eine ganze Reihe von solchen Indizien, die zeigen, dass 9/11 schon einige Jahre vorher vorbereitet wurde. Dann gibt es natürlich Aussagen von verschiedenen Menschen, die sagten, ohne ein Ereignis wie 11. September könnten wir nicht jetzt unsere Weltherrschaft herbeiführen und die amerikanische Armee zu einer neuen, modernen Kriegsführung bringen. Wir müssen sehr viel Geld bekommen und nur ein großes Ereignis wie Pearl Harbor könnte die amerikanische Bevölkerung dazu einstimmen, große Ausgaben für Militär zu bewilligen. Diese Aussagen wurden von einigen Spezialisten schon erklärt vor dem 11. September. Darunter zum Beispiel von den Selikow, der da später der Direktor der 9/11 Commission war. Der hat das selbst gesagt, also 1998 oder 96. Also es gibt eine ganze Reihe von Indizien über diese Vorbereitung, also des islamischen Terror als den Feindbild. Da gibt es ja auch ein Papier von einem Projekt für neues es bräuchte so ein katalytisches Ereignis, wo aber jetzt keine eindeutigen Andeutungen sind, dass man selber so eins schaffen würde, sondern zumindest, dass man auf so etwas warten würde, falls so etwas passiert, um dann neues amerikanisches Jahrhundert voranzubringen. Genau, das ist also sehr bekannt heute. Diese Aussage ist relativ sehr bekannt von vielen Menschen, über diese Aussage von PNAC, also PNAC. Aber es gibt also darüber hinaus noch einige andere Aussagen, die ich herausgefunden habe. Das heißt, es ist nicht nur eine einzige, es gibt andere solche Aussagen.
die eben zeigen, dass die amerikanische Streitkräfte und dass die amerikanischen Imperialisten, die brauchten eben ein Ereignis, um den amerikanischen Volk hinter den Krieg zu führen. Das haben sie auch erreicht. Ja, Sie haben die 9-11-Commission erwähnt. Da gibt es ja auch einiges an Kritik, dass die 9-11-Commission viele Dinge nicht genug ermittelt hat. Ja. Das ist eine Understatement, wie sagt man in Deutsch? Untertreibung. Untertreibung, genau. Dass sie nicht genug hat. Sie wurde auch nicht errichtet, um die Wahrheit herauszufinden. Das wurde auch nicht erzielt, dieser Kommission. Also insofern wurde sie auch nicht errichtet, um die 9-11 aufzuklären. Sie wurde errichtet, um die 9-11 zu vertuschen. Insofern ist es auch nicht eine, das ist auch normal, dass sie auch nicht das aufgeklärt hat. Das heißt, Sie haben bestimmte Beweismittel gar nicht gewürdigt und... Ja, ja, klar. Warum sollten Sie tun, wenn Ihre Aufgabe ist, das zu vertuschen? Was war das eigentlich? Einmal gibt es natürlich normalerweise bei solchen Ereignissen strafrechtliche Ermittlungen oder es gibt parlamentarische Untersuchungskommissionen. Was war das überhaupt für eine Kommission? Diese Kommission entstand von, die hieß eine sogenannte Bipartisan. Das heißt, waren 10, ich glaube, es war, wenn ich mich in die gute erinnere, waren 10 Mitglieder von den Republikanern und 10 von den Demokraten, etwa in dieser Form. Das waren die größte Mehrheit waren einfach Insider. Das waren alte Hasen der Politik, die natürlich politisch völlig Insider waren, in alle möglichen Interessenlagen. Es war auch keine öffentliche. Da haben zum Beispiel die Opfer von 9/11 waren auch keine Mitglieder. Die haben keinen Sitz gehabt in der Kommission. Es waren keine unabhängigen Menschen. Es waren auch keine Menschen, die ein Vertrauen haben in der amerikanischen Bevölkerung. Das heißt, so eine Kommission konnte auch nicht etwas erreichen. Die war auch nicht dazu erstellt. Ich meine, der Direktor der Kommission war ein ganzer Insider, der Senikow. Der war ein Freund von Condoleezza Rice. Das war also völlig absurd. Und die Kommission hat auch ihre endliche Befunde schon im Voraus geschrieben. Also Inhaltsverzeichnis ihrer endlichen, das Endreport war schon am Anfang geschrieben. Also die Inhaltsverzeichnis war schon gegeben im Anfang. Und dann wurde einfach die Sachen erfüllt, einfach gefüllt. Das war ein Witz, das Ganze. Sie haben in Ihrem Buch auch sehr detailliert auseinandergenommen die Funksprüche von, ja, zumindest angeblichen Passagieren. Und da gab es ja eine ganze Menge, sodass man auf den ersten Blick eigentlich denken muss, Mensch, die müssen doch in den Flugzeugen gesessen haben. So viele Menschen, die aus den Flugzeugen heraus telefoniert haben sollen. Meinen Sie Funksprüche? Was, Funksprüche oder Telefonate meinen Sie? Entschuldigung, Telefonate aus dem Flugzeug. Telefonate, ja. Die Telefonate habe ich, ich glaube zu sagen, dass meine Untersuchung dieser Telefonate die gründlichste Untersuchung der Telefonate, die es überhaupt gibt. Also das heißt, ich kenne keine andere Untersuchung dieser Telefonate, die so gründlich ist. Vielleicht kenne ich keine. Ich kenne alle Untersuchungen, die es überhaupt gibt, und ich kenne keine so gründliche. Ich habe jeden Telefonat, das überhaupt bekannt ist, einzeln untersucht und analysiert. Und das habe ich gemacht auf folgenden Grund. Ich habe gesagt, es waren keine arabische Terroristen, also keine Hijacker. Und das hat mich dann, die Frage hat mich dann genagt, wie erkläre ich mir selbst und dann auch den Leser diese Telefonate, wobei die Anrufer doch von Entführungen gesprochen haben. Wie erkläre ich das? Das hat mich einfach gereizt.
Und das, darum habe ich das jetzt gemacht. Und meine Befunde waren verblüffend. Meine Befunde, die ich dann darlege, ist, sie waren, dass die Telefonate, dass die Leute, die da telefoniert haben, keine authentische Entführung überhaupt dargestellt oder erläutert haben. Die haben irgendeinen Text gesprochen, entweder von einem Papier, das sie vor sich hatten, oder ihnen geflüstert wurde, oder ein Thema gesagt. Das heißt, die haben keine richtigen Ereignisse geschildert. Das ist verblüffend. Und dann fragt man sich, in welche Lage sind Menschen bereit, solche Geschichten zu erzählen? Und dann muss man ein bisschen denken. Und diesen Gedankenvorgang ging durch meinen Kopf eine lange Zeit. Aber da kamen mir andere Geschichten im 11. September auch zum Hilfe. Und zwar am selben Tag, am 11. September, hat die amerikanische Luftwaffe eine ganze Reihe von Übungen durchgeführt, darunter auch Übungen über entführte Passagierflugzeuge. In derselben Zeit, am selben Ort wie die angebliche Entführung. Das heißt, sie hat parallel zur mutmaßlichen Entführung Übungen von Flugentführungen getestet. Das ist natürlich selbst, das wissen nicht viele Leute, aber das ist auch kein Geheimnis. Das wurde auch öffentlich in der USA berichtet. Es ging so weit, dass ein amerikanischer General, ich glaube, oder ein sehr hoher Militärtier, hat gesagt, am Tag des 9/11 haben wir befürchtet, dass bis zu 29 Flugzeuge entführt worden sind. Warum hat er das gesagt? Weil auf den Radar der Fluglotsen sahen die Leute elektronische Zeichen für entführte Passagierflugzeuge, die aber nur fiktive Punkte waren. Also fiktive Punkte im Sinn, dass es entweder überhaupt nur fiktive Punkte waren oder Punkte über Militärflugzeuge, die in der Übung waren. Und die Lotsen konnten nicht mehr unterscheiden zwischen richtigen Passagierflugzeugen und diese Übungen. Das ist erstaunlich. Ja. Also, es waren bis zu, man weiß nicht, wie viele Flugzeuge in diese Übungen teilgenommen haben. Es gibt verschiedene Zahlen. Es gibt auch die Nummern von Flugzeugen, die verschwunden sind oder die als entführt geglaubt worden sind. Das kommt alles in mein Buch, also mit der Flugnummer und alles und so weiter. Es waren Zahlen wie 11 Flugzeuge erstmals, dann 21 Flugzeuge, dann 29 Flugzeuge. Jedenfalls, es waren eine ganze Menge von Flugzeugen, die geglaubt wurde, die man glaubte, sie wären entführt. Wenn man jetzt solche Übungen ausdenkt, was bedeutet so eine Übung? Damit sie realistisch ist, müssen auch Passagiere die Statisten spielen, das heißt die Passagiere in eine Flugübung, in eine simulierte Entführungsübung, müssen auch irgendwelche die Passagiere spielen, also als die Statisten. Und dann habe ich zwei und zwei zusammengelegt und sagen, ja, vielleicht waren diese Passagiere, die angerufen haben, genau diejenigen, die diese in der Übung teilgenommen haben, um diese Übung realistisch zu führen. Das könnte eben diesen Vorgehen gut erklären. Das heißt, dass sie anrufen, aber keine richtige Entführung schildern. Das heißt, dass da unlogische Aussagen sind innerhalb der einzelnen Gespräche und dass sie sich gegenseitig widersprechen, genau. Weil es bei der Übung nicht drauf ankommt. Genau. Genau. Das ist also, habe ich ganz akribisch im Buch dargelegt, jeden einzelnen Gespräch oder auch Vergleich zwischen Gesprächen und so weiter. Das kann
Jeder, der das daran interessiert ist, kann das ganz genau durchlesen und meine eigene Logik und heraus und sagt man und Schlussfolgerungen auch bewerten, ob das nachvollziehbar oder nicht. Da bin ich also ganz offen. Ich sage nicht, das sind alles Tatsachen. Ich habe natürlich diese Anrufe bewertet und logisch bewertet. Das heißt, es gibt zum Teil eine sachenbezogene Information, die also von den Ermittlungen des FBI und der Zeugenaussagen der Familien, die Anrufe bekommen haben, gebaut ist. Und diese Tatsachen werden dann von mir bewertet. Und ich bewerte sie so, dass da keine reellen Entführungen geschildert worden sind. Und wenn jemand sagt, nein, das ist nicht nachvollziehbar, dann bin ich bereit, das zu hören, auf welchem Grund und so weiter. Das ist also, da steht alles zur Debatte natürlich. Aber die Tatsachen selbst sind also die sind eindeutig. Okay, wenn da zahlreiche Widersprüche sind, so dass es sich so nicht ereignet haben kann, und wenn man sieht, dass da kann jetzt nicht ein Flugzeug ins Pentagon gestürzt sein, da kann nicht ein Flugzeug da an der Stelle, wo man es behauptet hat, in Pennsylvania abgestürzt sein, da stellt sich für mich jetzt natürlich noch die Frage, das sind ja dann reale Menschen, die diese Telefonate geführt haben, entweder direkt als Fake oder im Rahmen dieser Übung, dann warum kommen diese Menschen nicht hervor? Und wenn die sehen, die Weltpolitik, da sind massive Änderungen, es gab den Krieg mit Afghanistan vor allem als Folge dessen, dann würden die Menschen doch irgendwann normalerweise sagen, hier, das war eine Übung, oder hier, ich habe an einer Täuschung mitgewirkt, und das aufklären irgendwann, wenn die sehen, was das für gewaltige Folgen hat. Also ich weiß nicht, ob Sie das wirklich meinen, was Sie jetzt sagen. Also da müsste man sehr naiv sein, dass diese Leute noch im Leben sind. Natürlich würden, wenn die amerikanische Regierung eine Operation macht mit 3000 Toten, da würden sie natürlich diese Leute sofort umbringen, weil sie da eben das aufklären können. Das liegt doch auf der Hand. Wenn man schon eine so Operation macht mit 3000 Toten, um den kriegigen Terror und die Welteroberung zu berechtigen, dann entsorgt man eben die Zeugen. Das liegt doch auf der Hand. Das kann nicht anders sein. Diese Leute können auch nicht ins Leben gehalten werden, wenn sie so etwas erlebt haben. Das ist nicht nachvollziehbar. Die müssen entsorgt worden sind, wenn die Amerikaner das gemacht haben. Das ist eine schreckliche Schlussfolgerung, aber sie ist unvermeidlich. Die ist unvermeidbar. Oder man hat vielleicht genug in der Hand gegen Leute, solche Leute, dass sie dann nicht aussagen. Das bezweifle ich, weil ich meine, die Familien haben die Leute betraut, also nein, wie sagt man, nicht betraut, die haben also vermisst, die Familie, ja. Da gab es also Beerdigungen, da gab es also Trauerfeste und so weiter und so weiter. Also es wäre nicht möglich, dass diese Familie noch, dass diese Menschen leben und irgendwie im Verstecken leben, das ist nicht denkbar. Also diese Leute sind bekannt, die Familien sind bekannt, die sind oft ins Fernsehen gekommen, später und so weiter. Die können doch nicht ihre Familienväter oder so irgendwo in den Keller stecken haben. Das geht doch nicht auf. Ja. Ja. Ich habe auch einen Artikel gelesen, in dem bezweifelt wurde, dass man überhaupt aus einem Flugzeug so einfach raustelefonieren kann. Das ist also jetzt eine technische Frage. Also man kann von einem Flugzeug bis zu etwa 8000 Fuß telefonieren, so ungefähr. Darüber hinaus ist es sehr, sehr schwer. Jetzt ist es so, man weiß nicht natürlich, von wo diese Anrufe gemacht worden sind. Das ist natürlich eine andere Frage. Diese Frage, die wird auch in meinem Buch zum Teil diskutiert,
aber sie ist in diesem Zusammenhang nicht so erheblich wie die Tatsache, dass da keine Entführungen geschildert worden sind, keine richtige. Weil man weiß überhaupt nicht, von wo diese Anrufe kamen. Es gibt also keinen Beweis, dass sie überhaupt von einem Flugzeug kamen. Also insofern ist die Frage die ist überflüssig. Ich verstehe. Sie haben auch berichtet darüber, dass es ja auch Aufzeichnungen gibt, wann diese vier Flugzeuge angeblich gestartet sein sollen. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn diese Flugzeuge so nicht an den Stellen abgestürzt sind, also zumindest Pennsylvania und Pentagon, da müssen sie ja irgendwann mal wieder gelandet sein, wenn sie gestartet sind. Vielleicht gibt es sie ja noch. Ja, also da bin ich überfragt. Also ich weiß nicht, sie sind sicherlich gelandet. Ich glaube kaum, dass die irgendwo abgestürzt sind. Es gibt dafür keinen Beleg. Es gibt auch keinen Beleg, dass sie nach diesem 11. September irgendwo gesichtet worden sind. Es gab einen Mann, der sagte, ich habe einen von diesen Flugzeugen mal später gesehen, aber das ist nicht belegt worden. Für mich ist das nicht besonders erheblich, die ganze Frage. Ich vermute, dass diese Flugzeuge sofort zerstört worden sind. Ich vermute das. Ich kann das nicht belegen. Weil man sonst ja Beweise hätte finden können, wenn es sie noch gäbe. Genau. Ja. Jetzt, wo so viele politische Entscheidungen schon getroffen worden sind, aufgrund von Argumenten nach 9/11 und von Ausnutzen des Schocks von 9/11, was soll man jetzt am besten machen, um es aufzuarbeiten? Ja, also für mich ist ich bin nicht in der Politik tätig. Ich bin ein Wissenschaftler und schreibe und versuche, die Sachen aufzuklären. Also ich habe keine politische Lösung. Ich weiß nur eine Sache, dass ich die Staaten, die ganzen Institutionen, die öffentliche Geschichte von 9/11 aufrechthalten, darunter die ganze Politik heute in der Westen, die ganze Medien, also praktisch die ganze Medien, praktisch die ganze Universitäten und die Gerichte, die sind für mich nicht mehr legitim. Die haben ihre moralische Legitimität verloren. Ich habe kein Vertrauen an die Institutionen. Und das sage ich also ganz klar. Die Polizei, die Geheimdienste, die Militär können mich umbringen. Aber die können nicht die Wahrheit umbringen. Und das werden sie nie tun. Das ist die Sache. Wir haben eine Situation heute, wo die Völker kein Papa und keine Mama mehr haben. Die Völker müssen sich jetzt mündig machen und sagen, wir müssen unsere Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Weil wir können uns nicht als solche Lügner und solche Vertuscher uns verlassen. Das ist die Sache. Wie man das tut, das ist nicht meine Sache. Ich bin 73 Jahre alt. Das müssen die andere Generation in den Händen nehmen. Ich kann da nur sagen, wie ich zum welchen Schluss ich gekommen bin. Ja. Ich denke, nachdem ich ihr Buch durchgegangen bin und nachdem ich ja den Film von S. Baker gesehen habe, die offizielle Version, die kann nicht stimmen. Und ich denke, einmal, mir scheint es, dass systematisch aufgeklärt werden muss, was ist stattdessen passiert und dass man auch mal die politischen Schlussfolgerungen, die man darauf aufgebaut hat, man systematisch auflistet und jetzt sagt, zu welchen Schlussfolgerungen kommen wir denn jetzt stattdessen? Ja, ich meine, die Aufklärung von 9/11 ist schon längst vorbei. Ich meine, sie ist schon abermals aufgeklärt, dass diese amerikanische Regierung das gemacht hat.
Das sollte heute ein geschlossenes Buch sein. Es braucht keine neue Aufklärung. Es braucht auch keine neue Kommission. Das wird auch nicht möglich sein. Man kann die Sache nicht aufklären heute. Das ist nicht also richtig, also ganz rund, also wie man sagt, juristisch, das ist nicht möglich. Weil es gibt kein Gericht, der bereit wäre, das aufzuklären. Genau wie bei den Nazis. Es war auch keine Möglichkeit, die Nazis aufzuklären innerhalb der Nazi-Deutschland. Man musste Deutschland besiegen und da konnte nur der Nürnberg-Gericht dann über als Siegergericht ein Verfahren fahren. Man kann halt auch nicht über amerikanische Verbrechen, kann kein Gericht jetzt urteilen, auch das nicht, weil die amerikanische Regierung das verbieten würde. Und es gibt auch keine Möglichkeit für internationalen Kommission, weil keine internationalen, die Staaten würden es nicht zudulden, so eine Kommission zu errichten. Und wenn so eine Kommission errichten würde, würden sie auch keinen Eingang in Amerika haben und auch keine Möglichkeit, das in Amerika zu ermitteln. Das heißt, es gibt also keine Ermittlungsmöglichkeit. Es gibt nur eine Sache, und zwar sich mit den Tatsachen abzufinden, entweder sagen, die Amerikaner haben es gemacht oder nicht gemacht und man muss einfach jetzt mal die Tatsachen in den Augen sehen. Gibt es überhaupt etwas, ist die amerikanische Behauptung nachvollziehbar, ist sie wahr oder ist es eine große Lüge? Und wenn es eine Lüge ist, warum möchte niemand sie aufklären, auch nicht die Medien hier und so weiter? Und man muss einfach ein bisschen logisch denken, wenn niemand das möchte, das aufzuklären, dann hängen da ganz enorme Interessen daran, das nicht aufzuklären. Und die Interessen ist eben der Zusammenhalt der westlichen Imperialismus. Also die Amerikaner, Deutschland und so weiter. Hier ist also eine ganz, ganz klare Sache, ganz klare Situation. Wir brauchen doch nicht jetzt weiter herumzupochen in 11. September. Das ist alles schon, das liegt alles vor. Jemand, der das sich interessiert, weiß es schon. Und die anderen, die interessieren sich daran nicht, aber dann müssen sie das dafür bezahlen. Die müssen da bezahlen in der Form eines Dritten Weltkrieges. Entweder das eine oder das andere. Sie meinen, die Leute, die diese Lügen ausnutzen, die arbeiten auf einen Dritten Weltkrieg hin und dass die Widerlegung von 9/11 entscheidend ist, um den zu verhindern? Natürlich, ja klar. Es ist also, das hängt alles zusammen. Die Leute, das ist die einzige Möglichkeit für den Imperialismus heute, nach vorne zu drängen, indem sie so große Sachen antut, dass die Leute 9/11 ganz vergessen. Und diese ganze Operation 9/11, London, Madrid und alle diese Lügen vergessen, indem sie jetzt einen richtigen Krieg machen und die Leute hinter dem Krieg ziehen und einen neuen Feind machen. Ohne dass, wenn die Leute sich jetzt richtig, also mit juristischen und zurückziehen zur Demokratie, dann fällt das ganze System. Und die können das System nur aufrechthalten mit einem richtigen Krieg. Die Umzingelung Russlands, dafür war ja auch 9/11 mit ausschlaggebend, dass die ganzen viele westliche Truppen plötzlich in Afghanistan waren. Genau. Das war natürlich der Grund. Also aber Afghanistan war nur ein Teil der ganzen Geschichte. Der Krieg gegen Terror, das hat auch Rumsfeld und andere gesagt, das wird eine ganze 100 Jahre dauern. Das haben die gesagt. Sie haben zwar nicht gesagt 100 Jahre, die haben gesagt, das wird Generationen dauern. Der Krieg gegen den Terror. Generationen, haben sie gesagt. Ich zitiere einfach die Dick Cheney und Rumsfeld. Die wussten schon Bescheid. Das war doch die Idee, ein amerikanisches Jahrhundert aufzurichten. Ein Jahrhundert, wo die Amerikaner die Welt beherrschen. Und dafür mussten sie einen Feind gegen den, die westlichen Nationen zusammenarbeiten.
Das ist die Sache. Rumsfeld ist ja an mehreren Stellen auffällig. Er ist bei diesem Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Die Journalistin Naomi Klein hat berichtet über eine Rede von Rumsfeld am 10. September 2001, wo er dafür geworben hat, die amerikanische Armee zu teilprivatisieren. So als ob, hat sich, glaube ich, so geäußert, als ob es so einer der letzten Orte des Kommunismus wäre, weil im Pentagon noch so wenig privatisiert wäre. Und nach 9-11 hat man es dann durchgezogen und viel mehr auf private Söldner gesetzt, statt auf die US-Armee. Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Es gibt noch andere Zitate über Rumsfeld, die ich auch erwähnen könnte, aber ich möchte das nicht jetzt verlängern. Insofern, da gibt es also ganz interessante Sachen, dass er schon gesagt hat. Was ich jetzt einfach allgemein sage, ich habe mit meinen guten Freunden, mit meinen sehr ehrlichen und guten Freunden in der 9-11-Bewegung distanziere mich insofern, dass es viel von diesen Menschen, die interessieren sich noch, da herumzupochen, genau wie es gemacht wurde, ob da zwei Flüge waren, ob das mit den Videos gemacht wurde, ob der Pentagon ein Flugzeug war und so weiter. Das ist alles Schnee von gestern. Das ist interessiert überhaupt keine Seele heute. Es wird heute nicht mit Argumenten gearbeitet. Wenn die Leute es verstehen, dass der Westen ein Feindbild brauchte, diesen Feindbild aufarbeitete, dass 9-11 ganz klar von der amerikanischen Regierung gemacht ist, wurde und dass die sämtlichen Medien, Universitäten und Politik im Westen diese Lügen weiter verbreiten. Wenn die Leute das verstehen, brauchen sie auch nicht mehr Informationen. Da müssen sie jetzt die Politik ändern. Das heißt, die müssen sich jetzt eine ganz andere Weltvorstellung, eine ganz andere Position einleben über die Gesellschaft, wie es dann organisatorisch geschehen soll, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sache. Aber das ist heute, das ist, was wichtig ist. Das ist, dass die Leute verstehen, dass wir nicht mehr einen Staat haben, keinen legitimen Staat, dass wir keine legitimen Institutionen haben. Das sind alles Betrüger, alles. Alles. Von A bis Z. Das ist, es klingt ein bisschen pauschal, es klingt ein bisschen überheblich, es klingt vielleicht extravagant, aber das ist meine Schlussfolgerung nach vielen Jahren Arbeit. Ich würde es vielleicht als etwas pauschal ansehen. Ich glaube, dass es eine Menge oberflächliche Politiker gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Menge Politiker, eine Menge Medienleute gibt, die unkritisch das mitgemacht haben und sich jetzt schämen zuzugeben, dass sie sich haben instrumentalisieren lassen. Also wenn jemand sich schämt, einen Fehler begangen zu haben, dann, das ist also, wenn er sich schämt und jetzt die ganze Sauerei mitmacht, dann ist er nicht ehrlich. Ein ehrlicher Mensch sagt, ja, ich habe mich geirrt. Das ist ganz normal, dass man sich irrt. Ich habe mich auch ein ganzes Jahr geirrt auf 11. September. Das dauerte über ein Jahr, dass ich da überhaupt etwas, ich habe ein ganzes Jahr geglaubt, dass Osama Bin Laden dabei war. Warum soll ich mich da schämen? Es gibt Leute, die eingestiegen sind 2004. Es gibt Leute, die 2008 eingestiegen sind. Warum sollen sie sich schämen? Das ist kein Grund zum Schämen. Es ist ein Grund zum Schämen, wenn man nicht bereit ist, seine Lügen in eine Debatte zu führen und seine Lügen selbst zu verteidigen, wie zum Beispiel die Journalisten vom Spiegel, die sind nicht bereit, in eine Debatte mit mir zum Beispiel zu stehen und sagen, also ich verteidige die öffentliche Geschichte und Sie, Herr Davidson, verteidigen Ihre Geschichte. Nein, die sind nicht bereit. Die haben Angst. Ich habe einen Journalisten von The Guardian 10.000 Pfund vorgeschlagen, wenn er mir einen Beweis, dass 19 Araber das gemacht haben, wenn er mir das beweisen kann, bekäme er von mir 10.000 Pfund. Das ist mehr als 10.000 Euro. Er ist davon von mir weggelaufen, hat Angst bekommen.
hat er nicht meine Anforderung gesagt, ja, da kann ich gutes Geld verdienen. Nein, der ist weggelaufen. Ich habe ihm dann noch geschrieben, E-Mail. Ich habe gesagt, das wäre doch kein Jux gewesen. Ich würde bereit, ihm das zu bezahlen. Ich könnte ihm das bezahlen. Keine Antwort. Ich habe seinen Namen. Das ist ein bekannter Journalist von The Guardian. Dann habe ich diesen Angebot habe ich auf meiner Webseite 2 Jahre gehabt. Keine einzige Person hat sich gemeldet. Das zeigt, das ist nicht eine Frage von Leuten, die einfach nicht wissen, Ignoranz und so weiter. Das nehme ich nicht ab. Von den großen Zeitungen ist das einfach eine ganz klare, da sind also Schreibtischtäter wie bei den Nazis und diese Leute müssen auch die Rechnung dafür bezahlen. Ich habe da kein Mitleid mit Menschen, die eben in diese Stelle sind. Ich spreche nicht über die Lokalzeitungen in einem kleinen Städtchen, die Leute überhaupt kennen, die nur von so einer, wie sagt man, Copy and Paste machen. Ich spreche hier von der Agenturmeldung. Ja, ich spreche nicht von diesen Leuten. Es gibt eine ganze Menge von kleinen Journalisten, die keine Zeit haben, sich mit irgendetwas zu beschäftigen. Ich spreche von den leitenden Journalisten vom Spiegel, von der Süddeutschen Zeitung, von FAZ und von Berliner Zeitung, von Hamburger und so weiter, von den großen Zeitungen, die also maßführend sind in Deutschland und von den großen öffentlichen Medien. Diese Leute haben natürlich die Zeit und die haben auch die Möglichkeit und auch haben auch die intellektuelle Voraussetzungen, Fragen zu stellen. Aber das tun sie nicht, weil sie das Geld brauchen und das Geld möchten. Die haben ihre Gier, die haben ihre Karriere und das sind Prostituierten, also Prästituierten. Trauen sich vielleicht nicht gegenüber mächtigen Interessen da aufrecht zu stehen oder... Naja, manchmal sind ja auch Medien teilweise selber bei Thinktanks mit dabei und haben vielleicht deswegen einen fokussierten Blickwinkel manchmal. Also das heißt, für mich ist es, wenn Menschen bereit sind, die Bevölkerung zu täuschen und zu belügen, da sind sie für mich, das ist Verbrechen. Das ist ein Verbrechen gegen die Demokratie. Da gibt es keine Entschuldigung für mich. Keine Entschuldigung. Wenn jemand sich enthält von irgendeiner Information und sagt, ich möchte mich nicht mit der Sache befassen, aber schweigt. Das kann man noch nachvollziehen, insofern, dass er nicht seine Arbeit verlieren möchte. Das kann ich auch verstehen. Aber jemand, der ganz vorsätzlich die Leute belügt, das ist nicht, kann man nicht verzeihen. Auch wenn er seine Stelle behalten möchte. Also ich würde nie meine Stelle behalten, in wem ich einfach die Leute belüge. Das geht doch nicht. Das ist doch ein Verbrechen. Und das ist ich erwarte von Menschen, die irgendeine Position haben, dass sie zumindest ihr Maul halten. Zumindest. Wenn sie nicht bereit sind, das aufzuklären und das zu denunzieren, die öffentliche, dann sollen sie mindestens den Maul halten und nicht über den Terror sprechen und nicht über die Gefahr des Terrors und so weiter. Da sollen sie über ich weiß nicht, über Kunst schreiben oder über Verkehrspolitik und so weiter. Aber die anderen, die das machen, über Terrorismus schreiben, Weltpolitik und die uns noch belogen, die verdienen nicht nur unser die verdienen kein Vertrauen, die verdienen ins Gefängnis zu gehen, weil sie uns das Ganze, wir haben also die machen mit wir machen einfach mit in der Verhetzung von Kriege und Ausbau der Demokratie. Soweit sie sich da konkret strafbar machen und nicht nur moralisch. Genau. Nicht nur gegen Moral verstoßen, sondern auch gegen Gesetze, objektive und subjektive Tatbestände natürlich. Und das gilt auch für zum Beispiel Journalistenverband. Der Journalistenverband ist damit auch verdächtig. Der Journalistenverband habe ich auch angesprochen, habe ich geschrieben. Sie sind nicht bereit, diese Verleumdungen der Zeitung gegenüber Mohammed Al-Atta oder mein Freund zu kritisieren.
Ja, also wir haben hier eine sehr, sehr dramatische Situation und für mich ist die Aufklärung von 9/11 zum großen Teil nicht die Aufklärung eines Massenmordes in Amerika, sondern die Aufklärung einer Pathologie unserer eigenen Gesellschaft. Das ist für mich noch wichtiger. Die Aufklärung der Pathologie, in der die sämtlichen Universitäten, die unsere jungen Leute aufbauen müssen oder sollten, diese Leute einfach belügen. Wie können wir dann Leute an die Universität schicken, in der Juristik, in der politischen Wissenschaft, wenn diese Leute, wenn die Professoren Lügner sind? Wie können wir... Lügen heißt ja, dass sie vorsätzlich die Unwahrheit sagen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute oberflächlich sind und Dinge übernehmen. Also wenn Sie so oberflächlich sind, da sollen Sie auch keine Professoren sein. Ein Professor, der ein Buch schreibt über Terrorismus und völlige dummes Zeug über 9/11 schreibt, der gehört auch nicht in die Universität. Der kann auch in der Fabrik gehen. Das ist in Ordnung. Da darf er natürlich, er darf auch leben. Aber also Professor soll er nicht sein. Ein Professor in der Universität, der über juristisch unterrichtet und über Terrorismus noch ein Buch schreibt, der muss auch die Wahrheit sagen und auch mindestens die richtigen Fragen stellen und auch die Quellen zitieren. Und da gibt es also Hunderte von, also nicht Hunderte, aber mindestens Dutzende von solchen Professoren, die ein völlig dummes Zeug über Terrorismus schreibt, als Professoren in der Jura, juristische Professoren. Diese Leute gehören noch nicht in der Universität. Entweder sind sie Lügner, oder sie sind so ignorant, dass sie nicht in die Universität, aber in beiden Fällen gehören sie nicht in die Universität, auch wenn sie keine Lügner sind. Da sind sie einfach nicht Wissenschaftler. Entweder sind sie Scharlatanen oder sind sie Lügner. Ich habe den Eindruck, dass in der Wissenschaft viele Leute voneinander abschreiben und nicht alle das Gespür haben, wo sie hinterfragen müssen und wo sie sagen können, der Quelle kann ich jetzt mal vertrauen. Also ein Wissenschaftler weiß genau, wie man arbeitet. Also ich weiß nicht, ob Sie Wissenschaftler sind. Also Nein. ein Wissenschaftler hat ganz bestimmte Arbeitsvorgänge. Er weiß genau, wie man Quellen sucht und welche Quellen man suchen soll und so weiter. Das kennt jeder, der ein Doktorat macht. Das weiß genau, wie man arbeiten muss. Und ich meine, ich habe selbst Doktoranden geholfen und so weiter. Ich meine, ich kenne das. Ich kenne das Gebiet. Solche Forderungen kann man an einen Doktoranden machen. Solche Forderungen kann man an einen Professor machen, dass er genau weiß, wie man mit Fakten umgeht. Ein Journalist vielleicht nicht, aber ein Professor jedenfalls. In Deutschland haben wir derzeit eine Debatte, ob das deutsche Grundgesetz geändert werden soll, um Rechtssicherheit zu haben, falls Flugzeuge entführt werden, um die notfalls abschießen zu können, bevor so etwas passiert, was offiziell bei 9/11 passiert ist. Was sagen Sie dazu? Also ich weiß wirklich nicht, was der Grund dafür ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur heute gelesen. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt und warum. Finde ich sehr komisch. Weil es gibt keinen Grund dafür. Wenn die offizielle Geschichte von 9/11 nicht stimmen kann, da scheint ja immer noch führende Politiker immer noch darauf basierend, hier jetzt an unserem Grundgesetz Änderungen vornehmen zu wollen, ob sie es nun ehrlich meinen oder nicht. Also ich habe, also für mich sind Politiker, also die keine Frage stellen, also ein Politiker, entweder ist er völlig inkompetent, weil heute weiß jeder Kind, dass 9/11 befragt wird, dass Tausende von Leuten das befragen. Also wenn jemand das nicht weiß, dann hat er überhaupt nichts im Bundestag zu tun. Und wenn er es weiß, dann muss er ins Gefängnis. Entweder oder. Also ich mache einfach den Unterschied. Es gibt Leute, die ignorant sind. Wenn die ignorant sind, haben sie überhaupt nichts zu tun, weder im Parlament noch an der Universität. Wenn sie aber nicht ignorant sind und sollte gegen ihren besten Gewissen sprechen, dann gehören sie nicht dahin, dann gehören sie ins Gefängnis.
Ich mache doch nicht diese Forderungen an den Arbeiter in der Fabrik, der überhaupt nicht die Voraussetzungen hat. Aber ich mache diese Forderungen an Leute, die eine Position der Autorität und der Position der Verantwortung hat. Solche Forderungen mache ich. Das kann mir niemand wegnehmen. Wenn unsere Hörer Ihr Buch erwerben wollen, wo können Sie es bekommen und wo bekommen wir weitere Informationen über Ihre Arbeit, über Ihre Veröffentlichung? Also mein Buch heißt nochmal Hijacking America's Mind in 9/11 or on 9/11. Das ist auf Amazon zu finden. Amazon, also man kann meinen Namen einfach einstellen, Elias Davidsson mit 2S, Davidsson, das ist ja eine isländische Schriftweise, das kann man bewerben auf Amazon, das ist das eine. Meine Webseite selbst heißt, man kann sie am leichtesten mit meinem Namen finden, also Elias Davidsson in einem Strich, also ohne Strich dazwischen, eliasdavidsson.org. Also Davidsson mit 2S. Dann auf meiner Webseite gibt es 4 Sparten auf 4 Sprachen. Auf die deutsche Sprache kann man auch meine deutschen Schriften finden. Auf der englischen Seite kann man meine englischsprachigen Schriften finden, über verschiedene Themen, auch über 9/11, über internationale Sanktionen und so weiter. Und auch über mein Leben, also eine CW. Also jeder Leser kann das sehr leicht finden und auch nachvollziehen. Und wenn Leser da mich kontaktieren möchten, können sie sehr leicht da über meine Webseite das tun. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Interview. Ich tue dasselbe. Und ich hoffe, dass das 9/11 noch vollständig aufgeklärt wird und vor allem, dass das ganze Unrecht, was basierend auf den zahlreichen Lügen rund um 9/11 entstanden ist, dass das in Ordnung gebracht wird, dass die Zerstörung, die ganzen völkerrechtlichen Schlussfolgerungen, die man daraus gezogen hat, dass das auch ebenfalls aufgearbeitet wird. Ja, das sage ich auch. Und ich danke mich auch sehr und grüße auch Ihre Frau und Ihre Freunde. Und vielleicht sehen wir uns mal. Gerne. Und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag zur Aufklärung, wovon, denke ich, vieles man als historisch bezeichnen kann. Ja, gut, danke. Jetzt kommt ein Musikstück und dann werde ich noch den zweiten Beitrag ansagen. Also gut, dann sage ich also Tschüss und danke nochmal. Danke. Sie hören den zweiten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 10. April 2014. Mein Name ist Volker Reusing. Ja, gleich werden Sie das Interview hören, das wir vorab aufgezeichnet haben mit Robert Ulz, Direktor der Bruges Group. Bruges Group ist ein EU-kritischer, konservativer Think Tank aus Großbritannien. Sie finden dort viele Bezugnahmen auch auf Margaret Thatcher, eine der bekanntesten Premierministerinnen, die Großbritannien gehabt hat und die immer eine gewisse kritische Distanz zur EU gehabt hat. Und die Bruges Group hat einen Film zu den Ereignissen in der Ukraine veröffentlicht, was passiert ist, nachdem der damalige gewählte ukrainische Präsident, Herr Viktor Janukowitsch, es abgelehnt hat, oder zumindest verschoben hat, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Der Film, den die Bruges Group dazu gemacht hat, heißt Someone Had Blundered, the EU and Ukraine. Und wo es darum geht,
dass die EU eine, ja, wie sie Bruges Group es nennt, eine Euro-Neocon-Politik macht, also die amerikanische Politik nach dem 11. September unter George W. Bush wird ja auch als eine Neocon-Politik bezeichnet, und dass die EU nun scheinbar hier mit der Ukraine ähnliche Wege geht, und die Bruges Group bezeichnet das ziemlich deutlich, mit ziemlich deutlichen Worten, als Euro-Neocon-Politik. Und mit der Rolle auch der EU in Zusammenhang mit dem Staatsstreich, der dann passiert ist in der Ukraine. Ja, ich möchte unsere Zuhörer auch einladen, diese Ereignisse auch mal zusammen zu betrachten mit dem, was nach dem 11. September passiert ist. Die Bruges Group selber plädiert sehr deutlich für eine eigenständige britische Außenpolitik, eine verantwortungsbewusste britische Außenpolitik, die auch die Neutralität von Staaten respektiert und die auch ein freundschaftliches Verhältnis mit Russland pflegt und akzeptiert, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Und unsere nächste, vielleicht sollte man es auch sehen im Zusammenhang damit, dass es Kräfte gibt, die einen dritten Weltkrieg riskieren, das, was derzeit in der Ukraine passiert. Und ja, unsere nächste Sendung. Die Bruges Group gehört zu den mahnenden Stimmen, die in verantwortliche Außenpolitik, in friedliche und verantwortliche Souveränität achtende Außenpolitik anfordern. Unsere nächste Sendung wird sein in 2 Wochen, am Donnerstag, den 24. April 2014. Ich darf mich persönlich für heute verabschieden und bitte nun um Abschluss des Interviews mit Robert Ulz, dem Direktor der Bruges Group. Wir haben Montag, den 7. April 2014. Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Herrn Robert Ulz von der Bruges Group. Good evening, Mr. Ulz. Good evening, thank you. Mr. Ulz, Sie haben einen Dokumentarfilm gemacht von der Bruges Group über die Ukraine. You have made a documentary regarding the Ukraine. Was ist Ihre Position zu dem vorgeschlagenen Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine? What is your position on the proposed association agreement between the EU and the Ukraine? We think it's actually very alarming because the European Union is beginning to develop its own foreign policy, and it's beginning to almost aggressively expand its borders outwards and trying to control what happens in other sovereign nations that border the European Union. The Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, which the EU is pretty much forcing Ukraine to agree to, will not only mean that the businesses and markets in the Ukraine will be made open to the European Union, Ukraine would also have to conform to European Union foreign policy, which is emerging, and of course you integrate its armed forces with the European Union and follow the European Union in terms of its militarization and establish a coordinated military relationship between the Ukraine and the EU. We think that is alarming, and of course we know that it has actually provoked Russia into retaliatory action. It is very unwise of the European Union to be really undermining a democratically elected president and forcing a country into signing it up to what is establishing a almost neo-colonial relationship between Ukraine and the European Union,
where now the Ukraine will have to follow what the EU says. Okay, ja, also Sie finden das alarmierend, die Außenpolitik, die die EU hier zeigt. Es, man könnte es eine aggressive Außenpolitik nennen. Die EU verschiebt ihre Grenzen. Es ist, es wird ein Freihandelsabkommen genannt, aber es geht nicht nur darum, Märkte zu öffnen, sondern auch die Ukraine in die Außenpolitik der EU zu integrieren, inklusive der militärischen Aspekte und Militarisierung. Und diese Außenpolitik provoziert bereits Russland und dazu zu Vergeltungsmaßnahmen. Und es war alles, es war absolut unweise, eine gewählte Regierung zu stürzen. Diese Außenpolitik ist geradezu neokolonial. Was denken Sie über die Maidan-Proteste und den Staatsstreich in der, den Putsch in der Ukraine? What do you think about the Maidan protests and the coup in the Ukraine? The Maidan protests, also known as the Euro-Maidan protests, were very alarming. These were stoked up largely by the United States and the European Union working together to try and make sure that Ukraine is no longer a neutral country. European Union policy had been that exports of Ukrainian goods would face heavy tariffs unless they signed up to what the European Union wanted. So the European Union was a very bullying partner, but also it encouraged, along with the United States, protests against a democratically elected president. Now then, the democratically elected president, Viktor Yanukovych, did actually want to have neutrality between the EU and Russia. He recognized that Ukraine could not belong to one bloc or the other. He wanted a trade agreement with the European Union and also a trade agreement with Russia, with a commission that would look at any trade disputes and try and resolve any issues that arose. It was, in a sense, a tripartite relationship that he was looking for, but the European Union would not tolerate that, and they stirred up these protests, which led to not only the removal of a democratically elected president, but also it created a situation where extremists within Ukraine, people with incredibly unsavory views, have come to the fore and established a government and power in many different positions, such as the National Security Council within Ukraine, the Deputy Prime Minister, all belong to extremist organisations. That, I think, is very worrying. And what's perhaps even more worrying is how the European Union is tolerating these people coming to power. Okay. Ja, die Maidan-Proteste, auch genannt Euro-Maidan-Proteste, sind ebenfalls sehr besorgniserregend. Da haben die USA und die EU zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Ukraine nicht länger neutral ist. Der gewählte Präsident Janukowitsch wollte Neutralität, wollte weder dem einen noch dem anderen Block angehören, sondern wollte Handelsverträge mit der EU und mit Russland und wollte ja, Drei-Parteien-Beziehungen haben. Es hat die EU aber so nicht toleriert und hat Druck gemacht und es ist nicht nur und hat diese Proteste angeheizt. Es ist nicht nur so, dass hier eine gewählte Regierung gestürzt worden ist, sondern es sind extremistische Kräfte mit in die Regierung gekommen, zum Beispiel stellvertretender Regierungschef und auch nationale Sicherheitsrat. Und am schlimmsten ist vielleicht, wie die EU mit diesen Kräften in der Ukraine umgeht. In your documentary, you are talking about Euro-Neocons. In Ihrem Dokumentarfilm sprechen Sie über Euro-Neocons. What are Euro-Neocons? Euro-Neocons are people that believe that the European Union should expand and that countries that are either in the European Union or, of course, just on the borders should adopt European Union rules. These are people that play zero-sum games, that seek to limit the influence of other countries and think strategically, such as
if a country loses influence over another country, that is actually their gain. And if a country comes then into the European Union orbit and follows what the EU does in terms of foreign policy, defence policy, standardisation of the armed forces, and of course economic policy in terms of the regulations that have to be adopted, and of course the austerity measures which have created such harmful unemployment throughout large parts of Europe. That's what neocons are seeking to do. They're trying to seek to expand their influence to bring in other countries into their orbit for the sake not of spreading benefits of democracy, because the European Union is fundamentally undemocratic, but for the sake of expanding influence and playing a zero-sum game, regardless of what the consequences of those political games may be. Okay. Ja, Euro-Neokons, so kann man Leute nennen, die glauben, dass die EU sich ausdehnen soll und dabei ein Nullsummenspiel machen. Das heißt, die EU ausdehnen auf Kosten des Einflusses anderer Länder. Und andere Länder in den Orbit und Länder in den Orbit der EU hineinbringen, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch und militärisch die EU anzugleichen. Und es bedeutet auch solche Sparmaßnahmen, die wir, die man in vielen Ländern sieht, dass sie schädlich sind, Arbeitslosigkeit verursachen. Die EU ist grundlegend undemokratisch. Und ja, Euro-Neokons sind die Menschen, die ein solches Nullsummenspiel machen. Ist there any connection? Gibt es irgendeine Verbindung zwischen Neocons in den USA und Euro-Neocons? Are there any connections between Neocons in the USA and Euro-Neocons? Absolutely. Particularly in the area of Ukraine. United States provided $5 billion, that's not million, billion dollars, to organizations in Ukraine that would stir up dissent against the elected government within that country. They work very closely with the United States. We need to remember that the European Union has always been supported by the United States in providing money for political campaigns, to even influencing prime ministers within the United Kingdom to join the EU, and arguing for centralization of power within the EU. The United States neocons work very closely with the European Union neocons. In the early 1990s, the United States State Department published a report saying that NATO should expand right up to the borders of Russia and that the European Union should follow suit. That was a long-term project, which actually is very damaging to the region, as we have seen. It has made Russia feel threatened, feel surrounded, which has created a reaction from the Russians. Of course, as we see throughout recent history, when the neocons go into a country to try and reform, as they would call it, a country society, be that in Libya or in, of course, Iraq, then there's always unintended consequences, which are often division and more violence. The same is happening as a result of European Union policy expanding eastwards. The same damaging effects, where divided societies become even more divided as a result of their actions. So really, they work very closely with the United States. The United States supports the European Union, and so the US, NATO, the EU, they're all working together to expand their remit eastwards. That is alarming. And as we see, it has the same damaging effects. Okay. Ja, meine die Antwort, ob es darauf, ob es Zusammenarbeit gibt, Zusammenhänge, Verbindungen zwischen Euro-Neokons und US-Neokons, absolut ja. Die USA haben 5 Milliarden Dollar gegeben für Organisationen, die sich gegen die gewählte ukrainische Regierung gewandt haben. Und
die USA haben schon seit einer Menge Jahren lobbyiert dafür, dass Großbritannien in die EU sich immer stärker integriert. Und es gab von Anfang der 1990er Jahre gab es einen Bericht, der dafür plädierte, dass die NATO sich nach Osten ausweitet. Russland fühlt sich durch die Entwicklung bedroht und umzingelt. Solche Dinge, Neokons machen von zum Beispiel die Militäraktionen gegen Libyen, gegen Irak, haben bisher immer unerwartete Konsequenzen gehabt, nämlich mehr Spaltung und mehr Gewalt, als man es sich ausgerechnet hatte. Und das Gleiche passiert hier nun mit dem Handeln der EU. Welche Auswirkungen hat die ungewöhnliche Koalition zwischen Liberalen, das Bündnis um die Vaterlandspartei von Frau Timoschenko und Faschisten, Svoboda, rechter Sekte und andere auf die Ukraine und auf Europa? Which affects does the unusual coalition between liberals, the alliance around the Fatherland Party of Mrs. Timoschenko and fascists, Svoboda, right sector inter alia, have on the Ukraine and on Europe? Well, it's very worrying, it's very destabilizing, and the Ukrainian economy has suffered greatly as a result of the coup. And it really is a very unholy alliance, as we would say in the UK. Not only are there extremists in the right sector organizations, fascist paramilitaries with deeply unpalatable views, there's also an alliance with Yulia Tymoshenko, who, of course, is an oligarch and is not unknown to interesting financial dealings. There are question marks around her, very serious question marks around the level of corruption around her business dealings and her political dealings. Of course, that stands for many people within the European Union, but of course, her in particular. Now, this is deeply alarming for the future of Ukraine because the people who are emerging within that country that have power are not actually currently elected. They're also either discredited, have links that relate to corruption, and of course also have extremist views and are very aggressive. That is actually very worrying. But of course, all this is being tolerated by the European Union because the EU doesn't mind as long as people in that country are willing to sign up to its political agenda and to take their country into the EU's orbit, which is away from any real power, democratic institutions. Ja, die Auswirkungen dieser Allianz sind destabilisierend. Die Wirtschaft der Ukraine hat erheblich gelitten unter dem Putsch. Es ist eine unheilige Allianz, wie man in Großbritannien sagen würde. Frau Timoschenko kann als Oligarch angesehen werden, denn es bestehen erhebliche Fragezeichen bezüglich ihrer geschäftlichen und also beruflichen, unternehmerischen und politischen Geschäfte. Die Leute, die dort in der Ukraine jetzt in der Macht sind, sind ungewählt, sie sind diskreditiert. Sie haben Verbindung zu Korruption und auch extremistische Ansichten. Und die EU toleriert das, weil diese Leute die Agenda der Agenda der EU folgen. Toleriert sie diese Dinge. Wie sollte die Krise in der Ukraine gelöst werden? Wie könnte die Krise in der Ukraine gelöst werden? How could the crisis of the Ukraine be solved? What needs to happen is that the neutrality of Ukraine should be respected. That's one thing that the European Union should do. It should reverse its previous policy of trying to make sure that Ukraine is firmly signed up into its orbit. Also, it was always going to be the case that the EU interfering within internal Ukrainian matters would create divisions. These already partly existed within Ukrainian society, but have now been brought to the fore. And we see that now, where some people in the west of Ukraine mistakenly think that they should join the
with the European Union, whereas people in the East worried about their jobs largely because the EU may actually damage their traditional links with Russia, where many of their exports go. 75% of Ukrainian industrial goods are exported to Russia. Most of their exports go to Russia and the Commonwealth of Independent States. People in the East are naturally very worried about this new Eurocentric outlook that the government of Ukraine has, or the unelected government of Ukraine. What needs to happen is that ultimately you need to recognize that there will be a federation within Ukraine. It cannot actually last together as one country. Perhaps Viktor Yanukovych, the democratically elected president who won an election in 2010, may well have been able to hold the country together. His party, the Party of the Regions, was one of respecting Ukraine's ethnic and religious and linguistic diversity. Unfortunately, now they have a government in Ukraine which does not represent many people within that country, which makes the position of it being a unified central state almost untenable. And ultimately, there will have to be a federal solution where power is taken away from the unelected authorities and the government based in Kiev and distributed to the regions where people can run their country as they see fit. And of course, it should not be subject to the European Union's association agreement, nor should it be forced to sign up to the deep and comprehensive free trade agreement and all that comes with that, including making Ukraine part of the EU's military orbit. This is deeply worrying and it should stop now. The EU should stop expanding itself and we should hold back power from the European Union and prevent the Euro neocons causing more trouble in other countries. Ja, die Lösung sollte sein, die Neutralität der Ukraine zu respektieren. Der Eingriff der EU in die inneren Angelegenheiten in der Ukraine hat Spaltung verursacht. Der Westen der Ukraine wendet sich der EU zu. Im Osten ist man vor allem besorgt um die Arbeitsplätze, da 76% der Ukraine nach Russland, der Exporte der Ukraine nach Russland gehen. Und insgesamt gehen die meisten Exporte der Ukraine nach Russland und an andere GUS-Staaten. Was die Ukraine braucht, ist eine Föderation, also Dezentralisierung. Die Partei der Regionen könnte eine Kraft sein, die das Land zusammenhält, da sie die Vielfalt im Lande respektiert, während die gegenwärtigen Autoritäten eine zentralisierte Ukraine haben wollen. Die Lösung ist nicht dieses Assoziationsabkommen und ist auch nicht die Ukraine in den Orbit der EU zu ziehen. Diese Dinge sollten gestoppt werden. Wie sollte eine britische Außenpolitik, eine unabhängige britische Außenpolitik, also von der EU unabhängige Außenpolitik aussehen? How could or should British foreign policy, independent of the EU, look like? British foreign policy should most definitely be accountable to the democratically elected institutions of the UK, the British Parliament, and of course, ultimately, the British people. At the moment, it seems that through a network of unaccountable and links with the European Union and the United States is that Britain isn't actually following its own policy. We're tied into the common foreign and security policy of the European Union and too often beholden to the United States and its misjudged activities around the world. A British foreign policy would not be seeking to create antagonisms with other countries and seeking to support the EU aggressively expanding its borders. It would not be a Euro neocon policy, nor would it be a neocon policy. It would not be invading other countries like Iraq or Libya, or of course seeking to undermine the government in Syria, because of course ultimately I think the British people recognize that when other countries interfere in other sovereign nation states,
sometimes perhaps for good reasons, sometimes definitely not for good reasons, because often there's an economic incentive behind Western intervention within other states. But the British people recognize that we do not want any more foreign wars. We do not want to interfere in other countries where we don't really know what the outcomes of that will be, and support one side against another and unleash an ethnic conflict. That has happened far too often in our recent history. It happened in Iraq. The same events happened in Libya. The government was very due to support bombing Syria. Thankfully, the British Parliament stopped that happening and rebelled against the government and actually forced a change in not only British policy, but in American policy as well, by shaming the concept of military action without there being a democratic vote. A British foreign policy would recognise that we cannot go into other countries and remake them in our image, if that indeed that is a good thing to do, because it just does not end well. Many people in Britain follow the example of a political philosopher called Edmund Burke. Edmund Burke believed that you cannot really transform a society without through violent means. That doesn't often end well. A country cannot go into another country and impose its will. Through following his example, we know that a country cannot go into another country and impose their will on that country and for it to end well. It doesn't, because unless there's various preconditions, societies should be allowed to evolve themselves rather than Western nations going into other countries, lecturing other peoples how things should or and should not be done. So British foreign policy would be independent of all sources, and it would not be one where we're getting involved in foreign wars, which are none of our business. Okay. Eine britische Außenpolitik, unabhängig von der EU, wäre verantwortlich gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Volk. Sie würde sich nicht binden lassen an die Außenpolitik der EU und der USA, so wie es heute ist, und mit vielen Fehleinschätzungen die USA überall auf der Welt, wie man sie sieht. Und es wäre weder Neokon-Außenpolitik noch Euro-Neokon-Außenpolitik. Es würde keine Interventionen in souveräne Staaten wie Irak, Libyen oder Syrien geben. Das britische Volk will keine weiteren Militärinterventionen, selbst wenn es dafür noch so gute Gründe gezeigt werden, dort einzumischen. Selbst mit guten Absichten will das britische Volk das nicht. Man sieht, was in Irak und in Libyen herausgekommen ist, und zum Glück sagte das britische Parlament Nein zum Angriff auf Syrien. Ein Politiker namens Edmund Burke hat die Auffassung vertreten, dass man ein Land nicht transformieren kann mit Gewalt, und dass man nicht anderen Ländern seinen Willen aufzwingen kann, dass das nicht funktioniert, und daran sollte sich britische Außenpolitik orientieren. Wie sollte britische Außenpolitik aussehen bezüglich Russland und Ukraine? How should British foreign policy look like Russia and Ukraine? Britain needs to be friends with Russia. We have long historical links with Russia going back many centuries and long period of cooperation. Of course, there were times when we were set against each other, but in Britain, it's time that we recognized that the Cold War is over and stop treating Russia like it's still a Cold War enemy. That is not appropriate in the 21st century. It's time to move on from those days. But it seems like some people within the European Union, British government, as well as the American government, still think that we are fighting a Cold War against Russia. Britain should be seeking to cooperate with Russia and bring them into the family of nations which we belong to, peacefully and productively, rather than through conflict
and aggression and seeking to expand borders at the expense of another country, which is what is happening in terms of the European Union's foreign policy, where it's aggressively trying to expand eastwards. That is not the correct way. It doesn't respect Russian sensibilities. A policy should be one where we embrace Russia and work with them as friends, not as Cold War enemies, which is what NATO, European Union and American policy is doing at this moment in time. Okay. Ja, Großbritannien, es ist wichtig, dass Großbritannien Freundschaft mit Russland hat. Und es gibt viele historische Verbindungen, auch wenn man nicht die ganze Geschichte über immer miteinander befreundet war. Und der Kalte Krieg ist vorbei, das sollte man sich bewusst machen und Russland nicht wie ein Gegner im während des Kalten Krieges behandeln. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wir sollten Russland in die Familie von Ländern, zu der Familie von Ländern bringen, zu der wir selber gehören. Und das auf eine friedliche, freundschaftliche Art und nicht Grenzen verändern, wie die EU es betreibt, ihre die EU-Grenzen nach Osten verschieben. Und wir sollten die Russland nicht unfreundlich behandeln, wie die EU und die NATO es derzeit tun. Die Bruges Group bezieht sich oft auf Margaret Thatcher. Könnte Margaret Thatcher die Krise gelöst haben? The Bruges Group often relates itself to Margaret Thatcher. How might Margaret Thatcher have solved the crisis? Well, Margaret Thatcher, we can really look at what Margaret Thatcher would have done. Many of her closest colleagues, such as Lord Tebbit, Norman Tebbit, John Redwood, and people who are very loyal to her memory, Peter Bone, MP, and Bernard Jenking, MP, all Conservative MPs, appear in the Bruges Group's documentary. And these are people are Thatcherites. People like John Redwood, MP, was an advisor to Margaret Thatcher. Norman Tebbit was one of her closest confidants. And they recognise that the way we're handling the situation in Ukraine and relations with Russia are actually damaging. So from that, we can conclude that Margaret Thatcher would take a practical approach. She would not be into seeing this as a zero-sum game where Ukraine's subjugation to the European Union is somehow a victory over Russia, because ultimately it's Ukraine which is losing from the instability that the EU is causing within Ukraine. Which you'd recognise, Lady Thatcher would recognise that we need to cooperate with Russia, that the time of the Cold War is indeed over. So let's stop having an aggressive foreign policy and one where we seek to work with nations that deserve our respect. Okay. Ja, wir können natürlich heutzutage nicht exakt sagen, was Margaret Thatcher heute tun würde. Aber in der Bruges Group sind einige Politiker, sind einige Persönlichkeiten, die Margaret Thatcher sehr gut gekannt haben. Zum Beispiel ist Lord Tebbit ein enger Vertrauter von Margaret Thatcher gewesen und Redwood ist ein Berater gewesen. Und wenn man hört, was Sie heute sagen, kann man daraus vielleicht schließen, wie Margaret Thatcher gehandelt hätte. Mit Sicherheit hätte Frau Thatcher einen praktischen Ansatz gewählt und kein Nullsummenspiel. Sie hätte es nicht unternommen, die Ukraine zu unterwerfen. Und sie hätte sich nicht verhalten wie im Kalten Krieg, der vorbei ist, und sich nicht aggressiv verhalten gegenüber Nationen, die unseren Respekt verdienen. Vielen Dank für das Interview. Many thanks for the interview. Thank you. It's been my real pleasure and it's really good to take part on your show and I wish you the best of luck going forward. Thank you. Thank you. Bye.